Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exiles Kalimdor oder besser Kalimdor Exiles hier auf der gemoddeten Karte, die den Kontinent Kalimdor aus WoW nachstellt. So, beim letzten Mal habe ich ja angedroht, wir werden heute gucken, dass wir eine Zeppelinfahrt machen, auf jeden Fall. Aber ich bin Level 45, das heißt, ich konnte den letzten Punkt in Autorität stecken. Das heißt, meine Gefährten, meine Begleiter haben jetzt alle plus 20 Punkte. Und ihr seht, die haben jetzt auch ein nettes Lebenspolster hier. Marvin mit seinen, der ist ja nur ein ganz normaler Dreierträger, kommt jetzt schon auf 6000 Leben. Und Lian hat fast 4.500 und auch Onis hat deutlich über 4000 Leben. Also ich hoffe, dass das einfach denen dann ein bisschen hilft. Das war ja der Captain, den ich dann noch hier im Käfig hatte. Ihr seht, Basis 1173 ist jetzt nicht der Hit. Und da oben ist noch ein Schütze. So, ich mache mich auf den Weg. Ich brauche noch was zu essen für mich. Ich brauche noch was zu essen für mich. Oder ich vergessen anzuschmeißen. Was nehme ich mir mit? Ich brauche nichts Besonderes. Ah, doch, ich nehme wieder meine Dinge mit. Mein. Da, hier. Okay. Also. Wird eh gerade Nacht, das heißt, ich werde diesen lauen Sommerabend hier auf Kalimdor nutzen, um mich Richtung Okrima auf den Weg zu machen. Und ich hole euch spätestens in Okrima dazu. Sollte sich unterwegs was ergeben, wo ich sage, oh, das sieht interessant aus, dann wie üblich, dann seid ihr früher wieder mit dabei. Ha, hier netter Blick wieder auf Dalaran. Das ist zufällig meine Location für die Base ist einfach genial, oder? Also sehr, sehr schön. Also, in dem Fall bis nachher. So, ist er noch nicht ganz da, aber ich habe gesagt, ich hole euch dazu, wenn ich was entdecke. Gute Frage. Wie schlimm sind die? Ich habe da keine Pfeile dabei. Dann komm, komm. Okay. Cool. Das ist ja eine komplette Eigenkreation. Schön. Ey, das ist cool, das ist cool. Gucken, ob der einen Kopf hergibt. Elefantenhaut, dicke Haut. Okay, nee. Ey, cool. Ah, schön gemacht, oder? War was anderes. Aber wir sind unterwegs, um Zeppelin zu reißen. Nicht um hier irgendwelche neuen Gegner zu erledigen. Sind aber eh gleich da. Das heißt, ich werde zuerst die kleine Station außerhalb von Okrima kurz angucken. Das wollte ich ja beim letzten Mal schon. Ist neu hier. Nee, oder ist. Ja. Ich muss aufpassen, dass wenn sie auf Aggro sind, dass sie dann nicht auf irgendjemand anders noch einschlagen. Ja, jetzt könnt ihr mit dem spielen, wenn ihr wollt. Danke. So, da lang. Und dann gucken wir zuerst nach dem. Da war ja so ein Turm außerhalb von Okrima mit einem kleinen Luftschiff. Ah, guck, das sind. Habe ich die letzte Mal übersehen? Komm her. Mietz, Mietz, Mietz.
Schön gemacht. Das ist eine komplette Eigenkreation, muss man ja dann sofort zugute halten. Das heißt hier, der gesamte Bewegungsablauf, alles, das ist Wahnsinn. Da wieder eine Frage, gibt es dann wirklich diese Mod-Umgebung her, dass man hier, ich will den Begriff einfach nicht in den Mund nehmen, für einen versierten Mod-Autor nicht zu schwer, solche Eigenkreationen zu erstellen? Das ist echter Wahnsinn. So, Pferdl, komm mal her, Pferdl, wo bist du? Doch da drüben der Turm, da war doch ein kleines Luftschiff dran, oder? Schön. Guck mal einfach mal rüber. Ziemlich sicher, dass das ein kleines Luftschiff war. Okay, seid ihr fertig? Alles klar. Ne, da kommt noch mal wer. Wie gesagt, ich will kein Aggro mit. Ach, die kämpfen da drüben. Ne, alles klar. Okrimar Flugturm, okay. Ja, da bin ich ein bisschen zu klein für die Rüstung. Ich bin gespannt, ob ich nachher die Kollegen heimschicken muss, weil sie durch die Gegend porten, wenn ich die Luftschiffreise antrete. Weil das ist ja zum Beispiel beim Riverboat so, dass... Das war doch schon hier, oder? Ja, bei Riverboat ist es so, wenn man die Gefährten mit auf dem Boot nimmt, dann porten die durch die Gegend. Dann porten die durch die Gegend da drüben, das ist Luftschiff. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich warten. Ich bin mir jetzt... Warte, war das Ding außerhalb? Ja, das Ding heißt Flugturm. Also, ich würde sagen, ich hole euch dazu, wenn sich der Zeppelin nähert. Und so lange setze ich mich hier hin und genieße die Aussicht. Dann bis gleich. Das ging fix. Na, wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Wie gesagt, im Zweifelsfall schicke ich die einfach heim. Die kommen alle mit hier drauf. Wie gesagt, interessant wird es, wenn sich das Luftschiff bewegt. Ah, okay, alles klar. Die ist das Problem, das Ding auch hat. Dann schicke ich die mal heim, wenn die das nächste Mal zu mir porten. So, jetzt gehen wir hier vorne hin. Ich will was sehen. Wahnsinn. Also, dich schicke ich auch heim. Schön, oder? Irre. Ganz kurz, nee, ich will jetzt nicht unter Deck, wenn wir hier durch die Gegend fliegen, ich will gucken. So, jetzt geht's hier die Küste lang, oder? Das heißt, wir müssten dann die Inseln da vorne sehen, dann irgendwie. Ah, nee. Doch.
Da drüben ist. Wo sind wir denn jetzt gerade hier? Ja. Schicken wir dich jetzt auch heim, komm. Muss vorsichtig sein mit dem Hupfen hier. Ah, okay, muss man natürlich, klar, das Luftschiff bewegt sich rückwärts, während ich hupf, vorwärts, während ich hupf. Das heißt, ich komme hier nicht einfach auf das Ding drauf. Das ist die Küste und da drüben müssten dann die Inseln auftauchen. Vorne ist die Allianz, Burg. Tiragarde. Es ruckelt ein bisschen. Das ist Pferdel, das schicke ich jetzt auch heim. Okay, so, das habe ich hier. Kann ich mich auf die Reise konzentrieren und muss mir keine Sorgen um die Kollegen machen. Hier kann ich ein bisschen besser runtergucken. Okay, das heißt, wir fliegen hier vor, aber wir fliegen jetzt. Wo fliegen wir jetzt lang? Ah, das ist jetzt hier der nächste Anlegestelle. Das ist KH-Flugturm. Klingenhügel. Ah, und hier. Ah, das ist schön. Das ist schön. Da sehe ich dann, welche ich schon entdeckt habe. Das Horn, das war ablegen. Drüben seht ihr das, da drüben das Gebäude. Das ist wo in die Richtung hier irgendwo. Da gibt es also auch noch was zu entdecken. Das ist die Schlucht, wo wir vorher diese neuen Gegner oder die neuen Drachen oder Saurier entdeckt haben. Jetzt ist die Frage, ob das eine eigene Linie sozusagen ist. Weil wir gehen ja schon wieder nach Orgrimmar zurück. Dann gucke ich mal ganz kurz unter Deck. Kann ich das nicht nehmen? Nee, kann man auch nicht nehmen. Alles klar. Also, ja, das werden wir jetzt gleich erfahren. Wir legen jetzt an, dann steige ich natürlich aus. Ich würde, also aus dem Bauch raus würde ich sagen, dann muss es mehrere Linien geben. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen, weil hier, das ist der Anlegepunkt, so wie es aussieht. So, ich gucke jetzt mal, wohin, aber ich war der Meinung, dass wir da schon Luftschiffe gesehen haben. Da drüben, seht ihr das da? Das geht wieder in die Richtung. Okay. Dem Fall warten wir mal ab, ob das herkommt. Oder ob ich da zu einem anderen Flugturm muss, um eine andere Linie zu erwischen. Sobald ich Näheres weiß, hole ich euch wieder dazu. So, da kommt das nächste Luftschiff. Bin mal gespannt, wo es anlegt, ob es auch da drüben anlegt oder ob das jetzt hier anlegt. Kriegt es noch die Kurve? Das liegt jetzt hier an. Okay. Also das kam aus der Richtung. Ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich die Verbindung hoch nach Donnerfels. Aber das sehen wir gleich.
Ja, das sieht ein bisschen anders aus, hat kein Unterdeck. Möp, es geht los. Und das steigt auch. Das habe ich vorher auch gesehen. Das liegt etwas höher. Haben wir hier einen schönen Blick auf Ockrimmar. Glaube, ich gehe mal in die. Nee, das hier will ich so. Muss aufpassen. Wow. Ja, da sind wir natürlich jetzt relativ hoch. Wir müssen da drüben über den Gebirgszug rüber. Ich kann es euch mal kurz auf der Karte zeigen. Hier irgendwo wären wir. Oh, Kehle ist ausgedörrt. Gut, Dankeschön. Dann trinken wir doch was. Und dann esse ich auch was. Wie lange hat das noch? Das kann ich gerade mal essen. Und dann das. Und das. Und das. Okay. Oh, cool. Das ruckelt ein bisschen. Würde mich interessieren, ist das Engine-bedingt? Also das liegt das dann wirklich an dieser Unreal Engine. Weil streckenweise ist er richtig schön ruhig und dann, ich glaube, immer wenn es so leichte Kurven macht oder sowas, dann hat es Probleme mit der Berechnung. Wäre dann die Frage, ob man hier gefahrlos runterspringen. Hier, da könnte man mal einen Körper machen, oder? Oh, ja. Da ist auch, wo sind wir hier jetzt? Jetzt sind wir hier in der Ecke. Okay. Mal kurz nach hinten gucken. Da sehen wir nicht viel. Ja. Eine leichte Inversionswetterlage haben wir hier. Das heißt, sind jetzt über dem Dunst. Hier oben schön blauer Himmel. Sehen wir bis Dalaran rüber. Also auch hier wieder einfach genial, oder? Ich meine, klar muss es die Engine hergeben, dass man auch Flugobjekte hat oder sowas. Aber das Ganze dann wirklich so zu gestalten, ist schon wieder eine super Sache. Also sowas in der Art, so Luftschiffe könnte ich mir, ich weiß nicht, ob es, kann mir vielleicht auch einer sagen, der sagen wir mit der Lore von Conan etwas fitter ist wie ich, ob es in irgendeinem der Bücher und Geschichten auch sowas wie ein Luftschiff gab, wäre interessant zu wissen. Ja? Also, da haben wir Gegenverkehr. Sehen wir den mal ein bisschen näher. Schade, dass ich keine Pfeile dabei habe. Dalaran. Jetzt sind wir hier bei das Wegkreuz, genau. Ist hier ein Anlegepunkt? Sehe ich jetzt nichts. Gehe mal davon aus, dass wir direkt nach Ding durchziehen. Geht er jetzt runter? Wir verlieren an Höhe. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich vermute einfach mal, dass wenn wir jetzt zurückgehen, dass es hier eine Umstiegsmöglichkeit gibt, um dann weiter zu fliegen. Ja, der geht wieder zurück. Okay, das heißt, auf jeden Fall wird es hier eine andere Linie geben müssen. Wenn der jetzt nicht noch nach Donnerfels eindreht, dann
wird es dann nochmal eine Linie geben. Was mich jetzt gerade irritiert, ist, dass ich jetzt hier nicht den Flugturm sozusagen bekommen habe als Map-Eintrag. Aber das ist mal egal. Und wohin fliegen wir? Nee, der geht weiter, der geht weiter. Hey, cool. Ich glaube, in der Ecke waren wir auch noch nicht, gell? Oder? Das ist. Ah! Nee, wir sind hier runter geritten. Das haben wir nicht entdeckt. Hier gibt es auch noch was. Ah! Ich sage, die Entdeckungstour, das wird noch ein paar Folgen geben, wo wir nur durch die Gegend gehen und wenn ich die Karte einfach in Ruhe uns anschauen und uns die ersten Eindrücke holen. Das muss so ziemlich an Höhe gewinnen hier. Los. Heiz ein. Oder wirf Ballast ab. Irgendwas. Aber nicht mich. Das war es schon auch auf Wow, war das für mich so dieses erste gigantische Erlebnis war mit dem Greif nach Sturm. Wie sind die Festung von der Zwerge? Ja, wenn man da reingeflogen ist, das war so gigantisch. So, jetzt gucken wir mal da drüben. Ja, ist ja natürlich enorm hoch. Aber da sieht man mal überhaupt, wie hoch natürlich jetzt wir auch rein von der Landschaft sind. Da drüben ist Donnerfels, das ist fast auf unsere Höhe. Ich habe es beim letzten Mal ja schon gesagt, dass solche Mods wie eben Kalimdor, Savage Wilds, AOC und auch andere, die einfach komplett neue Karten eben zur Verfügung stellen, auch mit dazu beitragen, dass das Spiel einfach populär bleibt. In der vorletzten Folge von WAC moniert er nicht ganz zu Unrecht, dass eigentlich in diesem Kapitel 1 von dem neuen Zeitalter nicht wirklich was im Spiel dazu kam. Man hat Sachen rausgenommen, man hat Mechaniken verändert, von der man der Meinung war, dass die ursprüngliche Mechanik einfach nicht toll ist. Hier triggert es mir jetzt auch keinen Flugturm. Das heißt, dass man eben die Legendären, dass sie nicht mehr haltbar, unendliche Haltbarkeit haben, dass überhaupt Gegenstände an Haltbarkeit verlieren. Dass man die Bosskämpfe schneller macht, indem man denen Lebenspunkte wegnimmt, dafür Schadenspunkte dazugibt, um potenziell die Bosskämpfe interessanter zu gestalten. Das sind ja alles eher mechanische Sachen. Also Spielmechanik hat sich deutlich verändert, aber es ist nicht wirklich was dazugekommen. Die Schätze, meh, okay. Also, da muss ich auch sagen, da muss ich ihm recht geben, das war eigentlich, sag ich mal, um eine Spielerweiterung, da kann man nicht mal von Content, also von Spieleinhalterweiterung reden, da, keine Ahnung, 10 verschiedene Items hinzuzufügen, sagen, die könnt ihr jetzt suchen. Also da muss ich sagen, hat er recht, das war zu wenig, um die Leute bei Laune zu halten.
Und das war für mich, klingt jetzt natürlich super unfair gegenüber dem Autor hier, war für mich auch der Grund zu sagen, okay, ich verpasse nichts im Originalspiel, wenn ich jetzt hier mir das Kalimdor mal anschaue. Ich habe, wie gesagt, mir mal ein Video von der Kia on Fire und ich glaube auch Weg hat es mal vorgestellt, aber nur kurz. Ich habe ein, zwei Videos mir angeschaut und die gingen ja immer bloß initial, sage ich mal, man hat in den Videos immer den natürlich hier die Reise mit dem Luftschiff gezeigt und zwei, drei andere Sachen, aber das war's. Und von daher war jetzt meine, ich war sehr neutral, was die Erwartungshaltung angeht, muss ich ganz ehrlich sein. Und ich habe es ja bei den letzten Mal schon gesagt, ich sitze hier immer grinsend vor dem PC, weil es mir wirklich super gut gefällt. Und ich muss es immer wieder hervorheben, das ist mehr oder weniger eine One-Man-Show, die das hier alles erstellt hat. Das grenzt schon, glaube ich, an Selbstkasteiung, oder? So einen Mod zu pflegen und zu erweitern und selber, sage ich mal, dann, wie du auch gesagt hast, da kommt das Eschental dazu und da wollen wir hier was, will ich was machen und da ist noch eine Idee. Das ist ja so, bei einer Mod in dieser Art und Weise kann man so gut wie nie sagen, dass man fertig ist, oder? Also, wir fahren in die Nacht rein, ist auch schön. Also, da war ich schon extrem positiv überrascht, was sich hier aufgetan hat. Und wie gesagt, ich habe Savage Wild vor 2, 3 Jahren mal eine Zeit lang gespielt. Da weiß ich aber, das ist ein Team, das sind mehrere Mod-Autoren. Und mich gerade mal gucken. Workshop. Ja, hier sind drei Namen gelistet im Workshop. Das ist Little Miss Hentai, Uruk, da sehe ich auch, ich bin ja im Discord, da sehe ich immer wieder, dass er auch Statements abgibt und Sachen schreibt und Jonas. Aber wer jetzt hier sozusagen der Main-Autor ist, weiß ich nicht. Das ist für mich nicht ganz klar ersichtlich. Jetzt sind wir hier wieder in Wegkreuz und jetzt geht's zurück nach Ockrimmar. Weil ich natürlich jetzt einmal von den Namen, die ich jetzt im YouTube-Kommentare sehe, kann ich jetzt keine direkten Rückschlüsse ziehen, wer von diesen Namen wiederum mit welchem Autornamen im Steam Workshop zu verbinden ist. Aber die Aussage war da, dass also die Hauptarbeit also bei einem der drei Autoren liegt, die da im Steam Workshop genannt sind. Und das ist schon gigantisch. Ja, das ist heute eine etwas beschauliche Folge, also eher wirklich Sightseeing. Das ist so, ja. Also was von einer Kreuzfahrt ist halt was für mein Alter. Bequem. Man wird durch die Gegend geschippert und kann sich in aller Ruhe alles angucken. Gut, die Pausen hier für die Landgänge sind ein bisschen knapp. Wobei jetzt da, wo wir waren, war ich ja schon am Boden sozusagen. Zu Fuß wollte ich gerade sagen, stimmt ja gar nicht, ich bin hingeritten. Das heißt, es ist jetzt also nichts, was was jetzt neu wäre, wo ich sage, okay, hier muss ich aussteigen, das muss ich mir anschauen. Was ich aber auch nicht machen würde, weil das soll ja heute eine reine Luftschifffahrtfolge werden. Extrem stimmungsvoll.
Also absolut beschaulich und wir sind jetzt bald wieder zurück. Da oben sehe ich auch einen Turm oberhalb von Orgrimmar. Da oben irgendwo, oder? Mal gucken. Schauen, dass man ein bisschen was sieht hier. Da drüben ist gerade das Kurzstreckenluftschiff wieder unterwegs, hat schon abgelegt. Wir sinken, wir sind im Landeanflug. Da drüben können wir noch kurz einen Ausflug nachher hinmachen. Da oben seht ihr es, da ist auch so eine Plattform. So, wir sind zurück. Das heißt, wir haben jetzt zumindest mal nachweislich oder zwei Linien sind wir abgeflogen. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Vielleicht kann man von Donnerfels aus noch eine andere Linie nehmen und woanders hinfliegen. Das werden wir sehen, weil sobald wir eben auch mal woanders sind und wir sehen, dass da Luftschifftürme sind, dann wissen wir eben auch, dass es da eine andere Linie gibt. Den haben wir schon angeguckt. So, jetzt gucke ich mal, dass ich meine Mannschaft rufe. Jawohl, also wobei dich brauche ich nicht. Du gehst nach Hause und du gehst nach Hause und den Rest nehmen wir. Okay, alle dabei, sehr schön. Dann gucken wir noch kurz da drüben zu den Gebäuden. Bisschen haben wir ja noch, so eine Dreiviertelstunde können wir ja trotzdem machen heute. Und ich werde dann noch mal kurz nach Orgrimmar reingehen. Ich meine, da war doch irgendein Turm mit einem kleinen Luftschiff. Das wollte ich mir eh mal bei Gelegenheit anschauen. Weil das haben wir woanders auch. Ah, drüben ist das auch so ein Boot. Das. Wohin könnte das? Könnt ihr euch mal da drüben bitte drum kümmern? Danke. Da, schaut euch mal das Boot an. Das fährt, ja, wisst ihr was ich glaube? Das fährt hier hoch. Das fährt hier hoch. Das wäre natürlich eine coole Sache, eventuell. Ich weiß bloß nicht, ob das von Ratchet aus fährt, aber ich nehme es mal fast an, oder? Dann könnten wir das nächste Mal von Ratchet aus die Bootsfahrt hier hoch machen und sozusagen von hier aus dann den Rest erkunden Richtung Bettrolle. Und ihr benehmt euch ja, danke. Oh. Wer bist du? Die Knochenhöhle. Okidoki, das sieht mir nach einem Dungeon aus. Ein Porter hat es ja auch. Das heißt, man kommt mit Schnellreise hierher. Okay, machen wir nicht. Heute die Dungeons, da werden wir uns jeweils, also vor Level 60, beziehungsweise, sage ich mal, ja, guck, da ist das Schiff, das reguläre Schiff, hängt dich doch nicht da dran. Aber das ist nicht das, was wir da vorher gesehen haben, oder? Klappe.
So, nee, wir reiten kurz nach Orchemar rein. Ich habe gesagt, ich will noch den Turm anschauen mit dem kleinen Luftschiff. Was es da damit auf sich hat. Man lässt sich immer viel zu leicht ablenken. Also von der Farbe her habe ich mir gemerkt, das Lila ist die Kurzstrecke. Was man hier ja natürlich jetzt auch noch so ganz nebenbei mal bemerken muss, das heißt, wir reiten hier nach Orchemar rein, das alles ist noch ohne Instanzierung, das gehört alles zur Hauptkarte. Wir machen also hier, wir bestehen hier nicht eine Instanz, sondern das ist alles noch auf der Hauptkarte drauf. Wo war denn das hier? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Das war doch hier, oder? Wo wir. Nee, ich bin, glaube ich, falsch. Ich bin falsch. Nö, 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 nö. Ihr seht mich verwirrt. Was da drüben? Ich hab da irgendwas falsch in Erinnerung. Meine Fresse, ist das groß. Ja. Oh, ich muss was trinken, aber ist gerade gut. So, trinken wir was und füllen auch den Beutel bei der Gelegenheit gleich wieder auf. Schon gedacht, der Grunzer will hier irgendwie stänkern. Nee, okay, dann habe ich irgendwas falsch in Erinnerung. Können wir aber gerade dann hier durchreiten noch. Und, nee. Wo bin ich denn? Ich bin da. Ich hätte es gedacht, das ist hier irgendwie dann eine Sackgasse. Okay. Also zurück und was ich an der Karte liebe, ist, wie pferdefreundlich sie ist. Also das muss man ja auch noch mal
positiv erwähnen. Das ist eher dann von hier oben runter. Haben uns das das letzte Mal angeschaut, ja, gell? Das hier nicht. Wir gucken uns das mal an. Ich hole euch dazu, wenn wir vor Ort sind und dann, wenn da nichts Spannendes mehr kommt, dann lassen wir es gut sein für heute. Aber ihr kommt auf jeden Fall noch mal dazu. Da sind wir, da ist das kleine Luftschiff. Das will ich mir doch noch angucken. Ah, okay. Mal schauen. Da portet's mich. Alles klar. Und zwar sind wir jetzt in Donnerfels. Das brauche ich gar nicht groß nachdenken. Was ja wirklich nett gemeint ist, aber wie komme ich jetzt zurück? Okay, das heißt, man hat die Möglichkeit mit der Schnellreise hierher zu kommen oder eben nachher, sage ich mal, ganz klassisch mit dem Luftschiff. Ah, da ist ein kleines, das heißt, da müsste ich doch wieder zurückkommen, oder? Das wäre jetzt meine Erwartungshaltung. Hallo? Ja. Okay. Das sind die Schnellreisepunkte. Die Luftschiffe, die kleinen. Okay. Jawohl. Alles klar, das heißt, hier haben wir. Ja, ist gut. Hier haben wir die Möglichkeit auf die Schnelle zwischen. Wahrscheinlich gibt es dann eben verschiedene Reiserouten. Oder Verbindungsrouten, so muss man ja sagen. Wo sind wir jetzt? Da lang, okay. Da sind wir jetzt gleich draußen. Da können wir noch den einen Dingsbums angucken und dann. Also, wieder was gelernt. Wunderschön. Also, schnell was essen hier. So. Gigantisch. So, jetzt haben wir gesagt, wir wollen noch das eine Fleckchen angucken. Ist der Löwe. Den haben wir. Das heißt, dann müsste das da hochgehen. Jawohl. Das ist die Frage, jetzt hier dann rechts. Ne, das ist das Gebäude. Das schauen wir uns noch kurz an, das Gebäude. Da waren wir, glaube ich, das letzte Mal nicht oben. Nachdem wir den Löwen da erlegt haben, sind wir ja, glaube ich, nach Hause. Doch, da waren wir oben. Ich meine, da waren wir oben.
gucken wir mal. Na, wer seid ihr? Okay. Nee, das ist falsch. Okay. Das ist genial. Dadurch, dass jetzt wir selber uns noch nicht einer Fraktion verschrieben haben, sind wir einfach neutral und die Gegner hier oder die potenziellen Gegner verhalten sich uns gegenüber eben auch neutral. Okay, da war nichts drin. Man hat mir ja gesagt, ich soll immer in den Briefkästen nachschauen. Und das ändert sich eben erst, wenn man dann wirklich einer Fraktion beitritt. Was für das Spiel natürlich super ist, sagen wir wirklich so wie ich jetzt, eben bevor man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt eben auf die ein oder andere Fraktion intensiver ein, hat man jetzt hier die Möglichkeit, also mein Kurzzeitgedächtnis ist nicht besonders gut, ich glaube, nee, waren wir nicht, okay, das ist die Silbermine, ich wollte gerade sagen, waren wir hier nicht schon drinne? Und, oh, nee, okay, dann kommt man hier zurück. Was sind das für Gegner? Nee, du trinkst niemandens Blatt. Ich wollte gerade sagen, da hat sich ausgetrunken. Oh, ja, packen wir mal kurz alles ein. Und was hat der Lustiges? Oh, der hat schon bessere Klamotten. Das ist nicht schlecht. Da haben wir Rüstung 129, 250. Lin, dann nimmst du das hier. Silbermine würde ja bedeuten, denke ich, dass wir hier Silber herkriegen. Ich habe schon wieder keine Matte abgelegt, ne? Leben, da kommt noch mehr für dich. So, also Lien hat es schon mal 1000 Rüstung, was gut ist. Ja, komm her. Wäre es auch so cool gewesen, wenn wir uns hier so langsam die Rüstung zusammenmetzeln. Ich höre jemand, aber ich sehe ihn noch nicht. Ah, clanloser Brigand. Okay. Dann kriegst du jetzt hier Marvin. Nimm mal die Hose. Du musst mir aber das hier abnehmen, damit ich nicht so viel schleppen muss. Also ich habe jetzt nicht vor, hier die komplette Mine zu machen. Ich will das hier. Ich glaube, da hinten. Ich will bloß wissen, wann wir auf Silber stoßen. Weil immerhin heißt das Ding ja Silbermine. Okay, hier. Oder als Wölfe. Das wäre ein Schm. Eigentlich war mal blöd, aber ist jetzt egal.
für einen Schmelzer gewesen. Und da haben wir dann Silber da hinten. Ist das schon zu Ende oder geht es da weiter? Ich glaube, da geht es noch weiter. Okay, lassen wir es gut sein. Wir wissen, jetzt haben wir hier eine Silbermine und wir können jetzt hier auch potenziell uns mit Rüstungsteilen eindecken, was gut ist. Aber ich wollte ja noch an einen anderen Platz, nämlich hier, den hier wollten wir noch zusammen angucken. Und dann ist gut für heute, oder? Ich hole euch dazu, wenn wir vor Ort sind. So, wir sind hier. Ich habe das irgendwie falsch interpretiert, glaube ich. Das ist nämlich ein See. Ich schwimme mal ein Stück weit, weil ich brauche eh den Leuchtschleim noch. Was hier aber auch nicht. Ne, da können wir da drüben. Aber ich glaube, das ist dann dieser Bau, den ich vom Schiff, Luftschiff aus gesehen habe. Das habe ich das echt missinterpretiert. Ja, für mich sieht es jetzt nicht, das sieht wässrig aus. Das sieht eher anders aus. Okay. Vielleicht war das in der Original auch mal anders gedacht. Und es ist nur hier auf der Karte noch nicht angepasst. So. Die sind friedlich. Mal gucken, ob die da auch friedlich sind. Und wenn nicht, es wird eh gerade Nacht, dann wäre das genau der Zeitpunkt, wo man sagen könnte, Schulz für heute. Ne? Wir sind in Aggro-Range. Tut sich nichts. Ne, Grunzer. Okay. Alles gut. wir gucken, Briefkasten. Nix da. Wer ist das? Das ist ein Kämpfer. Gehen wir hier rüber. So. Okay, nicht viel los. Gucken wir noch nach oben. Ich darf mal ganz kurz überholen hier. Wir alles nehmen. Die Schilder können wir nicht nehmen. Hier ist auch nichts. Und das nehmen wir natürlich auch alles mit. Okay, dann würde ich sagen, mit einem Blick in die Abenddämmerung verabschiede ich mich für diese Folge. Ich hoffe, die Rundreise mit dem Zeppelin hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Ich fand es super cool. Wie gesagt, der Invasionslage war es geschuldet, dass man vielleicht nach unten nicht ganz so viel immer gesehen hat. Aber das hat man natürlich nicht im Griff. Wenn man so eine Rundreise bucht, dann muss man an dem Tag fliegen, wo man eben das Ticket hat. Wenn euch die Folge gefallen hat, seid so nett, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt und nichts verpassen wollt, könnt ihr einfach den Kanal abonnieren und die Bimmel aktivieren. Dann kriegt ihr mit, wenn ich wieder was hochlade. Wenn ihr schon abonniert habt, vielen Dank an dieser Stelle. Und ansonsten wäre es einfach cool, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt. Hier ganz allgemein bei Conan Exiles, im speziellen Kalimdor oder auch gerne Mods kurz vorgestellt, Tipps, Tricks und Tutorials oder meine Gameplay-Serien, die ich ja mit sehr, sehr vielen Mods bestückt spiele. Einmal im Land der Verbannten und einmal auf der Insel Zipda. Bis dahin, macht's gut. Tschüss zusammen, passt auf euch auf und immer schön gesund bleiben. Bye bye.